Eine Frage, die eben noch kam, war, ob man den Existenzquantor betrachten könnte als sowas wie erfüllbar. Und das kann man im gewissen Sinne tatsächlich. Sie können sich das folgendermaßen vorstellen. Sie entsinnen sich noch, wir hatten diese seltsame Vorstellung, dass ich den Satz alle Hamburger mögen Lapskaus als Kombination von 1,7 Millionen Formeln hinschreibe. Also ich schreibe das jetzt mal so in Kurzschreibweise. Ich würde dann sowas schreiben wie LX1 und LX2 und LX3 und so weiter bis und dann würde irgendwann der 1,7 Millionste, ist jetzt auch nicht so wichtig, der letzte Hamburger hier kommen. Also dann hätte ich hier eine Kombination von 1,7 Millionen Formeln, die alle mit einem dicken und verknüpft sind. Ja? Und man kann das auch, wenn Sie schon mal vielleicht diese Summenschreibweise in der Mathematik gesehen haben, wo man ganz lange Summen praktischerweise zusammenfassen kann. Es gibt auch so eine zusammenfassende Schreibweise, die wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht zeigen, für das große Und. Man könnte hierfür jetzt auch schreiben, das ist die Und-Verknüpfung, wenn ich i von 1 bis 1,7 Millionen laufen lasse, von diesen 1,7 Millionen Formeln LXI. Ja? Und dafür schreiben wir in Gedanken als Abkürzung für alle x LX. Und jetzt können Sie das Gleiche sich auch anders denken. Was würde denn passieren, wenn ich überall, wo hier ein Und auftaucht, ein Oder hinschreiben würde? Dann würde ich die Aussage haben, x1 mag Lapskaus oder x2 mag Lapskaus oder x3 mag Lapskaus oder und so weiter. Oder der hier mag Lapskaus. Und dann würde ich halt hier so ein ganz großes Oder schreiben. Das bedeutet, mindestens eine von diesen 1,7 Millionen Aussagen ist wahr. Das hier oben bedeutet ja, alle 1,7 Millionen Aussagen sind wahr. Dies hier unten bedeutet, mindestens eine von denen ist wahr. Und dafür würden wir dann schreiben, es gibt ein xLx. Es gibt also mindestens ein x mit der Eigenschaft Lx. Und da sieht man also den Zusammenhang, wie der Allquantor mit dem Und zusammenhängt und der Existenzquantor mit dem Oder. Und im gewissen Sinne können Sie also auf die Frage, hat das was mit erfüllbar zu tun, mit Ja antworten, wobei der Begriff halt nicht ganz genau stimmt. Aber wenn Sie das so betrachten, dann im gewissen Sinne doch. Und Sie werden tatsächlich sogar einige Autoren finden, die statt diesem umgedrehten A so ein Zeichen nehmen und statt dem umgedrehten E so ein Zeichen hier nehmen, wie das hier. Diese beiden Zeichen sind aber wesentlich üblicher. Wir fangen mal an. Ich schreibe Ihnen mal so ein paar Beispiele hin und vielleicht überlegen wir uns zunächst mal, wie man solche Sätze einfach ins Deutsche übersetzt. Weil wir auch so ein bisschen einfach da lernen müssen, das ins Deutsche und wieder zurück zu übersetzen. Es ist nämlich so, dass entgegen der landläufigen Meinung Mathematik nicht so betrieben wird, dass die Mathematiker die ganze Zeit sich Formeln an den Kopf schmeißen, sondern die reden die ganze Zeit normalerweise auch in ganz normaler deutscher oder englischer Sprache miteinander. Wenn Sie so ein typisches Paper lesen in Mathematik, dann stehen da größtenteils normalerweise englische oder deutsche Sätze und zwischendurch kommen ein paar Formeln vor. Ja, und die Formeln kommen halt nur dann vor, wenn man sich damit klarer und kürzer ausdrücken kann. Aber häufiger wird ein Mathematiker sowas schreiben wie, wenn das ist, dann ist das so. Und in Gedanken müssen sie dann in der Lage sein, zur Not daraus zum Beispiel einen Implikationsfall zu machen. Darum muss man so ein bisschen lernen zu übersetzen. Ich werde jetzt Aussageformen benutzen wie sowas hier, die sich hoffentlich größtenteils selbst erklären. Also wenn ich schreibe Frosch X, dann soll damit gemeint sein, X ist ein Frosch. Ne? Dann muss ich. Und wenn ich jetzt schreibe Grün X, dann soll damit gemeint sein, X ist grün. Und wenn ich jetzt das hier schreibe, dann sagen Sie mir mal, was das ins Deutsche übersetzt bedeutet. Genau, das heißt, alle Frösche sind grün. Also nochmal langsam. Für jedes X gilt, wenn X ein Frosch ist, dann ist X grün. Ja? Und das würden wir in Kurzschreibweise übersetzen mit alle Frösche sind grün. Steht hier auch, dass alle grünen Dinge Frosch sind? Nein.
Wie würde das aussehen? Wie schreibt man das denn hin? Ja? Da müsste man Grün und Frosch tauschen. Oder man müsste den Pfeil andersrum hinschreiben, das haben wir aber eigentlich gar nicht erlaubt, weil wir nur den Pfeil von links nach rechts hinschreiben. Also müssten wir, um auf der sicheren Seite zu sein, das schreiben. Also dieser erste Satz besagt, alle Frösche sind grün. Dieser zweite Satz, den würde man so lesen, alle grünen Dinge sind Frösche. Den ersten Satz könnte man vielleicht noch glauben, obwohl ich vermute, es gibt Frösche, die nicht grün sind, aber dass alle grünen Dinge Frösche sind, stimmt mit Sicherheit nicht. Also das ist schon mal falsch. Ich schreibe Ihnen noch mal was anderes hin, wo glaube ich, ja? Statt der beiden zusammen. Ja, schreiben wir es mal hin. Was bedeutet das hier? Wie würden Sie das am besten in normale Umgangssprache übersetzen? Ja. Nee, das ist vorsichtig, da ist die Formulierung nicht ganz richtig. Also, der Anfang war richtig. Alle Dinge sind genau dann grün, wenn sie Frösche sind. Also, Sie können sich das zum Beispiel so vorstellen, dass Sie diesen Satz so interpretieren: da stecken ja im Prinzip immer zwei Pfeile drin. Sie entsinnen sich vielleicht noch, dass wir gesagt haben, P ist äquivalent zu Q, bedeutet dasselbe, also ist gleichwertig zu der folgenden Formel. Aus P folgt Q und aus Q folgt P. Also diese genau dann, wenn, fasst diese beiden Folgerungen zusammen. Das bedeutet jetzt auf diesen konkreten Fall übertragen, das, was hier steht, besagt, erstens, jeder Frosch ist grün und zweitens, alles, was grün ist, ist ein Frosch. Ja? Also nicht nur ist jeder Frosch grün, sondern außer Fröschen gibt es keine anderen grünen Dinge. Das ist das, was hier steht. Ja? Eine Sache ist genau dann grün, wenn sie ein Frosch ist. Es gibt nichts anderes. Hier steht, im ersten Fall steht, alle Frösche sind grün, aber es könnte durchaus noch andere Dinge geben, die grün sind. Im zweiten Fall steht, alles was grün ist, ist ein Frosch. Aber es könnte, der zweite Satz erlaubt zum Beispiel auch rote Frösche. Also im zweiten Satz steht, alles was grün ist, ist ein Frosch. Aber hier steht nicht, dass jeder Frosch grün ist. Das steht hier oben. Aber wenn Sie beides zusammennehmen, dann haben Sie das hier. Und das besagt, alles was grün ist ein Frosch und umgekehrt. Es gibt keine grünen Dinge, die keine Frösche sind. Es gibt keine Frösche, die nicht grün sind. Okay? Wenn wir schon bei Fröschen sind, machen wir dann noch ein bisschen Biologie. Also umgangssprachlich würde man sagen, alle braunen Frösche sind groß. Das könnte man dafür sagen. Ich schreibe mal hin. Aber es ist schon richtig, sich das erstmal so ein bisschen formaler selbst vorzulesen, das klingt da manchmal so ein bisschen holprig, aber die Aussage, die hier wirklich steht, ist, wenn x irgendein Ding ist und x ein Frosch ist und braun ist, dann folgt daraus, dass x groß ist. Dieser Satz, alle braunen Frösche sind groß, ist schon ziemlich stark eingedampft und der erfordert von uns schon so eine gewisse Transferleistung. Das ist eigentlich die wirkliche Aussage, die dahinter steht. Ja? So, dann nehme ich mal die folgende Formel, die erkläre ich erstmal. Mark xy. Das soll bedeuten, das ist einfach eine Abkürzung für x mark y. Ich habe das deswegen nochmal hingeschrieben, weil x mark y und y mark x ja nicht dasselbe ist. Sie entsinnen sich vorhin an Charlie und Lucy. Also mark xy soll bedeuten x mark y und nicht das andere. Und jetzt schreibe ich Ihnen mal
den folgenden Satz hin. Für alle x gilt Mark x Kuchen. Wie würden Sie den Satz in normales Deutsch übersetzen? Ja? Jeder mag Kuchen. Jeder mag Kuchen, ne? Also was immer Sie für x einsetzen, x mag Kuchen. Das heißt, jeder mag Kuchen. Und wenn ich das so schreibe, wie würden Sie den Satz übersetzen? Charlie mag jeden. Charlie mag jeden, ne? Also da ist jetzt, da merkt man dann auch in der deutschen Sprache, dass die Grammatik da einen Unterschied macht. Also hier ist jeder mag Kuchen, da ist das das Subjekt des Satzes und hier ist der Satz Charlie mag jeden. Da ist Charlie das Subjekt und jeden ist das Objekt. Also hierfür würden wir schreiben Charlie mag jeden. Oder vielleicht würde man auch sagen Charlie mag alles. Da kommt es wieder zum Tragen. Da muss man sich dann drauf einigen, über solche Details will ich aber jetzt gar nicht reden, was man überhaupt für X einsetzen darf. Also darf ich hier sowas einsetzen wie Kuchen oder darf ich hier nur Leute einsetzen? Je nachdem muss man dann die Sache in der deutschen Sprache ein bisschen anders formulieren. Im tatsächlichen mathematischen Gebrauch wird eigentlich immer klar sein, was man da einsetzen darf. Da muss man jetzt nicht wirklich so viel drüber nachdenken. Okay, und jetzt kommt die Sache, die eben schon kurz angesprochen wurde, wie ist das denn, wenn ich zwei Quantoren habe? Und wie liest man das? Und eigentlich ist das, wenn man sich das überlegt, klar, wie das gelesen werden muss. Wir arbeiten uns da mal langsam ran. Die Idee ist, dass man sowas von innen nach außen lesen muss. Ich schreibe erstmal Folgendes hin. Dieser Satz hier, wie würden Sie den lesen? Alle y mögen x, wobei x ja noch nicht bestimmt ist. Ja, also nach dem, was wir hier oben geschrieben haben, würde man hier sagen, jeder mag x. Ne? So könnte man es formulieren. Also hierfür schreibe ich jetzt mal hin, jeder mag x. Und wie Sie eben schon richtig sagten, die Wahrheit oder Falschheit von diesem Satz ist noch nicht bestimmt, weil da immer noch eine Variable rumlungert. Also wir haben jetzt eine Variable weniger als vorher, aber es ist nach wie vor eine Aussageform und keine Aussage. Wir wissen noch nicht, ob es wahr oder falsch ist, weil das x ja noch verschiedene Werte annehmen kann. Wenn ich zum Beispiel schreibe, jeder mag Lucy, ist die Antwort vielleicht ja. Wenn ich schreibe, jeder mag Charlie, ist die Antwort vielleicht nein. Man weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Aber wir können jetzt das machen, und das, jetzt kommen wir zu Ihrer Frage. Wir können ja, weil wir immer noch eine freie Variable haben, da auch ein Quantor drauf anwenden. Das heißt, wir schreiben vor das Ding mal davor. Nehmen wir mal einen anderen Quantor. Wir schreiben davor mal einen Existenzquantor. Es gibt so. Vielleicht hilft das, wenn man in Gedanken, kleinen Moment, das mal dahinter schreibt. Also unsere umgangssprachliche Übersetzung. Ich habe quasi vor diesen Satz, der hier in Häkchen steht, den Existenzquantor geschrieben. Ja? Es gibt jemanden, den jeder mag. Genau, den Satz müsste man jetzt so lesen. Es gibt jemanden, den jeder mag. Und das Wichtige ist eigentlich hier, dass wir lernen, sowas von innen nach außen zu lesen, so wie ich den Satz eben auch aufgebaut habe. Also der innere Teil ohne den Existenzquantor, der stand ja hier oben, der besagt, jeder mag x. Und dann schreibe ich vor dieser Aussageform nochmal einen Quantor davor. Und die besagt, es gibt mindestens ein x, das ich hier einsetzen kann. Also mit anderen Worten, es gibt mindestens ein x, das von jedem gemocht wird. Ja? Also in deutsche Sprache übersetzt, es gibt jemanden, den jeder mag. Hier schreibe ich erstmal hin, es gibt jemanden, jemanden, den jeder mag. Und
was Sie jetzt gefragt haben, läuft ja im Prinzip darauf hinaus, dass man sich überlegt, was kann ich, auf welche Arten kann ich diese Aussage variieren. Jetzt überlegen Sie mal, was könnte man alles machen? Hier habe ich jetzt zuerst das Y genommen und dann davor was mit X geschrieben. Da hätte ich ja auch die Reihenfolge vertauschen können. Ich hätte erst mit X was machen können und dann mit Y. Das ist eine Möglichkeit, das zu variieren. Dann habe ich hier angefangen mit einem Allquantor und habe davor einen Existenzquantor geschrieben. Ich hätte ja auch einen Allquantor nehmen können und davor einen Allquantor schreiben können. Oder ich hätte einen Existenzquantor nehmen können am Anfang und davor einen Existenzquantor. Oder ich hätte einen Existenzquantor nehmen können und davor einen Allquantor schreiben können. Wenn Sie das alles durchgehen, gibt es 8 verschiedene Möglichkeiten, vor dieser Aussage mag yx was davor zu schreiben und jeweils zu überlegen, was das denn jetzt bedeutet. Und einige von denen wollen wir mal durchgehen und uns dann jeweils überlegen, was das bedeuten würde. Ich vertausche mal die Rollen der Quantoren, das heißt die Reihenfolge, in der sie angewendet werden. Ich schreibe hier mal wieder hin, mag yx. Und jetzt schreibe ich, dass es gibt x mal nach innen. So, gucken wir uns erstmal nur das an, was hier steht. Was ist das, wie würde man diesen Satz im Deutschen formulieren? Ja? Es gibt etwas oder jemanden, den Y mag. Genau. Es gibt jemanden, den Y mag, das schreibe ich mal hin. Es gibt jemanden oder etwas, das ist das X, den Y mag, wobei noch nicht klar ist, wer denn dieser Y überhaupt ist. Ja? Und jetzt schreiben wir davor den Quantor, den ich hier oben stehen hatte. Das heißt, wir machen daraus jetzt die folgende Aussage. Für alle Y, es gibt ein X, mag YX. Das kann ich auch mal wieder so machen, wie ich es eben gemacht habe. Ich schreibe den inneren Teil mal in unserer übersetzten Form. Für alle Y gilt, es gibt jemanden, den Y mag. Wie ist dieser Satz zu verstehen? Für alle Y gilt, es gibt jemanden, den Y mag. Ja? Nee, das ist eine andere Aussage. Ja? Okay. Ist das dieselbe Aussage wie da oben? Nein. Vielleicht sollten wir das, ich glaube, das ist nicht allen klar, dass das dieselbe Aussage ist. Was wollten Sie sagen? Alle mögen jemanden, so könnte man es auch sagen. Aber vielleicht haben Sie recht, ist dieses eigentlich schon klarer formuliert hier. Es gibt jemanden, für jeden gibt es jemanden, den er mag. Ich versuche Ihnen das mal mit einem Beispiel klar zu machen. Nehmen wir mal eine ganz kleine Gruppe von Leuten, sowas wie eine Clique oder so, nur das ist eine Clique, wo nicht jeder jeden mag. Wir hatten ja eben schon Charlie und Lucy. Und dann nehmen wir noch irgendeinen dazu, Anton. Und ich mache jetzt immer Pfeile dahin, wenn jemand anders mag. Ja? Und unsere erste Aussage war, es gibt jemanden, den jeder mag. Also, Charlie mag Lucy, Anton mag Lucy und vorsichtshalber, Lucy mag sich selbst auch. Ja? Das heißt, in diesem Bild ist es so, dass es eine Person zumindest in dieser Clique gibt, die von jedem gemocht wird, nämlich Lucy. Das heißt, der Satz hier oben, es gibt jemanden, den jeder mag, der stimmt hier. Ja? Und der Satz hier unten, der stimmt auch. Egal welches Y Sie nehmen, Sie finden jemanden, den Y mag. Nehmen Sie C, da finden Sie L. Also nehmen Sie Charlie, da finden Sie Lucy. Nehmen Sie Anton, finden Sie Lucy. Nehmen Sie Lucy, finden Sie Lucy. Also der Satz und der Satz gelten in dieser Klickenkonstellation. Jetzt stelle ich das mal anders dar. In Wirklichkeit ist das nämlich so.
Charlie mag zwar Lucy, aber sonst niemanden in dieser Clique. Und Lucy mag zwar Anton, aber sonst niemanden in dieser Clique. Und sagen wir mal, Anton und Charlie mögen sich gegenseitig. So. Und nu? Ja? Dann ist Aussage 1 nicht erfüllt, Aussage 2 aber schon, weil von jedem einen Mögen ausgeht. Genau. Also die erste Aussage bedeutet, man kann einen Punkt finden, sodass von jedem Punkt in dieser Konstellation ein Pfeil auf diesen einen Punkt geht. Das ist hier eindeutig das L. Es gibt jemanden, den jeder mag. Das ist hier nicht der Fall. Charlie zum Beispiel wird nicht von Lucy gemocht. Also Charlie kann es nicht sein. Lucy wird nicht von Anton gemocht, also Anton kann es auch nicht sein. Und Anton, oh, nee, Anton wird nicht von sich selbst gemocht. Also ist Anton auch nicht dabei, ja? Gut, dass wir das noch gerade so hinbekommen haben. Aber der zweite Satz, der besagt nur, für jeden, den ich mir rauspicke, finde ich jemanden, den er mag. Das muss aber nicht immer derselbe sein, wie hier oben. Also, wenn ich mir C nehme, dann kann ich L nehmen oder A. Beides okay. Wenn ich mir L nehme, dann müsste ich A nehmen, aber einer reicht ja. Und wenn ich mir A nehme, kann ich auch nur einen nehmen, nämlich C. Aber das ist auch okay. Ja? Also A ist doch, also wieso gesagt, A ist eigentlich alle quasi. Das müsste das eigentlich heißen. Heißt, es gibt jemanden, der alle mag? Es gibt jemanden, der alle mag. Nein, das müsste man dann wieder anders schreiben. Kommt auch noch. Also Sie müssen, was hier wirklich wichtig ist, ist zu unterscheiden bei dieser Relation mag, also das Wort Relation werden wir später haben, dass wenn y x mag, dass das nicht dasselbe ist wie x mag y. Ja? Also hier geht es erstmal darum, es gibt jemanden, den y mag. Ihr Satz kommt auch noch dran, aber das ist dann wieder was anderes. Wir spielen einfach mal weiter mit Dingen, die man noch machen kann. Aber vielleicht sollte ich diese Sache hier nochmal anders hinschreiben. Gucken wir uns das nochmal an. Den obigen Satz, das blaue hier. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe überall, wo hier oben Y stand, x hingeschrieben und überall, wo hier oben x stand, habe ich y hingeschrieben. Das hier bedeutet genau dasselbe wie das hier oben. Also in diesem Fall hat sich wirklich nichts geändert, weil ich hier auch alles umgedreht habe. Ja? Das ist eine Sache, die Sie auch schon kennen, wenn Sie ganz normal mit Variablen rechnen. Wenn Sie irgendeine Rechnung haben und Sie ändern einfach die Namen der Variablen, dann ändert sich dadurch nichts. Ne? Wenn Sie eine Aufgabe haben, in der steht, lösen Sie bitte die folgende quadratische Gleichung und jemand anders bekommt die Aufgabe, lösen Sie bitte diese quadratische Gleichung, dann werden Sie nicht sagen, das ist ja viel einfacher, weil hier z statt x steht. Ne? Das ist dieselbe Aufgabe, nur ein anderer Buchstabe. Und hier ist das auch so, ich habe nur die Buchstaben vertauscht, nur dass ich halt hier die über Kreuz vertauscht habe. Aber wenn Sie das ordentlich machen, dann ändert sich nichts an der Bedeutung hier. Ja? Die Variablen können auch trotzdem für feste, also nehmen wir jetzt mal die Person, dann wäre jetzt x zum Beispiel Charlie und y Lucy. Und wenn das dann auch so bleibt, dann könnte man es so nicht einfach umdrehen, weil es kann ja sein, dass Charlie irgendwie jemanden mag. Also es gibt jemanden, den Charlie mag, aber möglicherweise gibt es niemanden, den Lucy mag. Nee, da haben Sie genau die Sache eben aufgespießt, die halt eben gerade nicht geht. Sie haben gesagt, X und Y könnten für spezifische Personen stehen, zum Beispiel für Charlie und Lucy, aber dadurch, dass hier die Quantoren stehen, können sie nicht mehr für spezifische stehen. Sondern dadurch wird sozusagen, das hatte ich ja vorhin gesagt, wenn Sie einen Quantor davor schreiben, dann ist es keine Aussageform mehr. Wenn hier nur steht, mag XY, dann ist es eine Aussageform und Sie dürfen für X und Y irgendwas einsetzen. In dem Moment, wo Sie die Quantoren davor geschrieben haben, ist aus dem Ding eine Aussage geworden, die keine, wie man das nennt, freien Variablen mehr hat. Nichts, wo man noch irgendwas einsetzen kann. Okay? Gut, aber wir wollen das Spielchen vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter treiben, indem ich nochmal ein paar andere Beispiele nehme. Wieder schwarz nehmen. Für alle x gibt es ein y.
Ja? Sagen Sie mir die Aussage, ja. Nee. Da haben Sie nicht von innen nach außen gelesen. Für alle x gilt, dass es mindestens ein y gibt, das alle x macht. Nee, jetzt haben Sie zweimal für alle gesagt. Also Sie haben eben gesagt, für alle x gilt, dass es mindestens ein y gibt, das alle x mag. Und das letzte x, das haben Sie da reingemogelt, das steht aber gar nicht. Also nehmen wir mal den Satz und lassen das letzte Stück weg. Für alle x gibt es ein y, sodass y x mag. Vielleicht lösen wir das wieder, wie wir es eben auch gemacht haben, von innen nach außen aus. Also hier steht y mag x. Jetzt nehmen wir mal nur diesen Teil hier. Hier steht, es gibt ein y, sodass y x mag. Also das heißt, es gibt mindestens ein y, das x mag. Ne? Es gibt ein y, das x mag. Mindestens, habe ich jetzt nicht. Müssen sich daran gewöhnen, dass Sie das normalerweise in Büchern auch nicht finden werden, dies mindestens. Also denken Sie es immer mit, aber es wird nicht immer gesagt werden. Es gibt mindestens ein y, das x mag. So, das ist der Satz hier. Und vor diesen Satz schreibe ich jetzt davor, das gilt für jedes x. Sie können das immer vielleicht so lesen, dass diese Sätze, die mit für alle anfangen, so zu verstehen sind wie für alle x finde ich eine Möglichkeit, diesen Satz da hinten wahrzumachen. Also was immer ich für x einsetze, man kann diesen Satz hier hinten wahr machen. Also was immer Sie für x einsetzen, es gibt dazu ein y, das x mag. Ja? Für alle x gibt es ein y, von außen nach innen lesen. Zu jedem x finde ich ein y mit dieser Eigenschaft. Also diesen Satz, den haben wir ja noch gar nicht zu Ende beschrieben. Ich glaube, jedenfalls habe ich es nicht hingeschrieben. Wir hatten das Beispiel dafür schon fertig eigentlich. Und wenn man den jetzt in Deutsch sagen würde, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich glaube, sowas hatten wir doch schon formuliert, sowas wie, jeder mag etwas oder jeder mag irgendwen. Ja? Das war das, was wir uns auch an dem Bild klar gemacht hatten. Das war dieser blaue Satz hier, der oder der, egal wie wir das haben. Für jedes x finden wir ein y, sodass x y mag. Also zu jedem x, den wir uns rausgreifen, finden wir jemanden oder etwas, das er mag. Jeder mag etwas. Hier steht, zu jedem x, was wir uns rausgreifen, finden wir ein y, sodass das x von dem y gemocht wird. Hier hat x eine andere Rolle. Hier steht mag x y, hier ist x der aktive Teil, x mag y. Hier ist die Rolle von x die passive Rolle des Gemochtwerdens. Das heißt, diese Aussage hier besagt, jedes x wird von irgendwem gemocht. Jeder wird von irgendwem gemocht. Jeder wird von irgendwem gemocht. Das wäre auch, das können wir auch in diesem Bild hier finden. Ja? Also hier ist es zum Beispiel so, dass Lucy von Charlie gemocht wird. Also Lucy ist jemand, der von mindestens einer Person gemocht wird. Anton wird von Lucy gemocht, Anton also auch. Und Charlie wird von Anton gemocht. Also jede von diesen Personen wird von mindestens einer Person gemocht. Darum stimmt der Satz hier. Wenn Sie sich dieses Bild hier angucken, in dem Bild stimmt der Satz nicht. Weil zum Beispiel Charlie jemand ist, der von niemandem gemocht wird. Nicht mal von sich selbst. Also in dieser Aussage hier, jeder wird von irgendwem gemocht, stimmt hier nicht. Also hierfür könnte man schreiben, für jedes x, das ist ja der Anfang des Satzes, gibt es ein y, so dass y x mag. Meinten Sie das so? Also diese Aussage, für jedes x gibt es ein y, die ist natürlich so zu verstehen, dass man sagt, jedes Mal, wenn ich mir ein x ausgewählt habe, kann ich dazu ein passendes y finden. Das muss natürlich nicht jedes Mal dasselbe y sein. Ne?
darum ist die Reihenfolge wichtig. Ich gucke mir ein x aus und gucke, ob ich ein y finden kann, was den Satz insgesamt wahr macht. Wenn ich mir in unserem Beispiel hier oben, ja, passt beides noch auf, als x zum Beispiel L auswähle, was müsste ich dann als y auswählen? Das x ist L, ja. Dann ist yc. Dann kann ich als yc auswählen, genau. Und wenn ich als xa auswähle? Dann kann ich c oder l auswählen. Dann kann ich c oder l auswählen. Also, der Satz besagt, egal welches x ich mir hier auswähle, ich muss dazu ein y finden, sodass y x mag. Die Reihenfolge ist wichtig. Y muss x mögen, nicht xy. Das ist eine andere Aussage, ja. Und das geht, in diesem Fall können wir das einfach alles durchprobieren, weil es ja nur drei sind, die man durchprobieren muss. Wenn es mehr sind, wird es natürlich, muss man mit logischen Argumenten arbeiten und kann nicht einfach sagen, probieren Sie mal alles durch. In dem Sinne ist die etwas ausführlichere Übersetzung dieses Satzes, für jedes x gibt es ein y, sodass y x mag. Ja? Und im Deutschen würde man sagen, jeder wird von irgendwem gemocht. Wobei jeder, vielleicht sollte ich das nochmal dazu schreiben, das ist das x hier und irgendwem ist das y. Ja, zu jedem finde ich ein y, das ihn mag. Jeder wird von irgendwem gemocht. Okay? Ja, was würde denn das hier bedeuten, was ich jetzt hier hingeschrieben habe? Jeder mag jeden, genau. Also das wäre... Ich schreibe es erstmal hin, jeder mag jeden. Wenn Sie da von innen nach außen arbeiten, dann sehen Sie, dieser Satz hier besagt, x mag jeden. Und wenn Sie das dann davor schreiben, dann heißt es, jeder mag jeden. Und wenn Sie das jetzt wieder in unser Bildchen übertragen würden, damit das erfüllt ist, A, L und C. Wie muss das dann aussehen? Jeder muss jeden mögen, also, ja? Doppelpfeile zwischen jedem und mit sich selbst. Genau. A muss L mögen, A muss C mögen, A muss sich selbst mögen. C muss A mögen, C muss L mögen, C muss sich selbst mögen. L muss C mögen, L muss A mögen, L muss sich selbst mögen. Also da muss wirklich von jedem zu jedem Fall geben, muss es von jedem zu jedem Fall geben. Das ist ja eigentlich auch das, was man eher sich so unter Clique vorstellen würde, ja? Bei dem Fall, wo wir das x noch markiert haben, müsste da vorne noch ein Einfall draufstehen, weil x steht ja nicht für jeder, sondern... Hier? Ja. Nein, hiermit wollte ich nur andeuten, welche Rolle welches spielt. Okay. Also das soll nicht heißen, dass hier steht, x wird von y gemocht, sondern ich wollte damit nur sagen, dass jeder kommt von dem x und das kommt von dem y. Was passiert denn, wenn ich das umdrehe? Sagen Sie mal lauter. Das ist die gleiche Aussage. Ja? In diesem Fall steht hier, wenn Sie das hier langsam lesen, von innen nach außen, steht hier, für jedes x und für jedes y werden Sie feststellen, dass die Aussage x mag y wahr ist. Also Sie können sich irgendein x wählen und irgendein y, das stimmt immer. Und hier steht, Sie können sich irgendein y wählen und dann irgendein x, das stimmt immer. Das ändert ja nichts, ja? Also ob Sie erst den Gemochten und dann den Mögenden wählen oder umgekehrt. Da sowieso jeder jeden mögen muss, ist in diesem Fall das gleich. Das liegt aber daran, dass ich hier zweimal dieselbe Quantorensorte habe. Also auch das ist dieselbe Aussage, jeder mag jeden. Ja, also Sie sehen schon, das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht, ich habe noch ein paar Beispiele. Machen wir mal das hier. Also die Wörter, die Sie, das soll Kunde heißen hier, das soll Mark heißen, das soll Bob heißen.
Ja, kann man das in Deutsch noch vielleicht, ja? Bob mag alle Kunden. Bob mag alle Kunden, ne? Würde man da sagen. Also für alle X gilt, wenn X ein Kunde ist, mag Bob X. Ja? Also wenn irgendwas ein Kunde ist, wird es von Bob gemocht, wie Sie gesagt haben. Und da würden wir im Deutschen normalerweise sagen, Bob mag alle Kunden. Jetzt gebe ich Ihnen mal 60 Sekunden und Sie schreiben mal die Aussage hin, alle Kunden mögen Bob. Genau, da würden wir in diesem Fall einfach die Reihenfolge umtauschen. Dann steht hier, für alle X gilt, wenn X ein Kunde ist, dann mag X Bob. Also alle Kunden mögen Bob. Jetzt schreibe ich Ihnen nochmal so etwas Ähnliches hin. Und zwar. Was besagt denn dieser schöne Satz hier? Ja, also es gibt einen Kunden, der Bob mag. Oder es gibt mindestens einen Kunden, der Bob mag, würde das bedeuten, ne? Ist also nicht ganz so eine positive Aussage wie das da drüber. Es gibt mindestens einen Kunden, der Bob mag. Und jetzt vielleicht zum Schluss nochmal, also wir sind noch nicht fertig damit, aber zum Schluss von diesem Beispielblock meine mathematische Aussage. Muss ich vorher zwei Abkürzungen hinschreiben? Das sollten Sie eigentlich alle kennen. Wir werden später beide Abkürzungen nochmal genauer besprechen, aber damit man jetzt mal so ein paar Beispiele hat, die nicht nur was mit Kunden und Bob zu tun haben. Also einmal gibt es die Abkürzung, die man so schreibt. Wissen Sie, was das bedeutet? Schon mal gesehen? Ja? Genau, also das ist einfach die Abkürzung für n ist eine natürliche Zahl. Das heißt, n ist sowas wie 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, ne? Also nicht, es kann nicht negativ sein und es kann auch nicht ein Bruch sein wie 3 Viertel und es kann auch nicht Pi sein, sondern es ist so eine Zahl wie 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das ist diese Aussage. Und die zweite Aussage, die ich Ihnen gerne noch hinschreiben würde, ist das hier. MN. Wissen Sie, wofür das steht? Haben Sie das schon mal gesehen? Das ist auch eine Abkürzung, die wir irgendwann mal benutzen werden. Nee? Nee? Ja? Genau. M ist ein Teiler von M. Also M teilt n. Zum Beispiel 6 ist ein Teiler von 18. Ja? So ist das gemeint. Teiler kennen Sie ja wohl hoffentlich. Schreiben Sie das erstmal ab und dann überlegen wir mal gemeinsam, was da steht. Das Ding, was hier steht, ist eine Aussageform. Ne? Da ist ja noch eine Variable drin, p, die hier noch so drin rumlungert und für die man irgendwas einsetzen kann. Also Sie können das so betrachten, diese Aussageform sagt etwas über p aus. Wenn ich da einen Wert für p einsetze und die wird wahr, dann hat p eine bestimmte Eigenschaft und wenn ich p hier einsetze und die Aussage wird nicht wahr, dann hat p diese Eigenschaft nicht. Kennen Sie die Eigenschaft, die hier beschrieben wird von p? P ist eine Primzahl, genau. Vielleicht gehen wir das mal langsam durch, was hier steht. Also hier mit dieser Aussage soll beschrieben werden, wann p eine Primzahl ist, was dafür Bedingungen erfüllt werden müssen. Erstens, p muss eine natürliche Zahl sein. Also p darf nicht sowas sein wie minus 8 oder pi oder 3 Viertel. Das ist ja schon mal sinnvoll, ne? Also nur bei solchen Zahlen ergibt es überhaupt einen Sinn, über Primzahlen zu reden. Zweitens, p ist größer als 1.
das ist so eine Sache, die man einfach so festlegt. Wenn Sie irgendwann mal was mit Primzahlen zu tun hatten, werden Sie sich entsinnen, dass man da immer erst bei 2 anfängt. Aus irgendwelchen Gründen, kommen wir später nochmal zu, möchte man die 1 nicht gern dabei haben. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage, die besagt nämlich, wenn ich irgendeinen n habe und dieses n ist erstens selbst auch eine natürliche Zahl und zweitens ein Teiler von p, dann muss dieses n entweder 1 sein oder p. Also dieser Teil hier hinten besagt in umgangssprachlichem Deutsch, es gibt nur 2 Teiler von p oder es gibt höchstens 2 Teiler von p, nämlich 1 und p selbst, keine anderen. Jeder Teiler von p ist 1 oder p. Das steht hier. Ja? Und das ist ein Beispiel dafür, wie dann wirklich solche Aussagen mit Quantoren und so später in der Mathematik eingesetzt werden. Abgesehen von der Einschränkung, die ich eben schon sagte, dass man das meistens gar nicht so als Formel hinschreibt, sondern einfach mit Worten hinschreibt. Wenn wir später nochmal zur Wiederholung definieren werden, was eine Primzahl ist, dann werde ich Ihnen nicht so eine Formel hier hinklatschen, sondern ich werde das mit Worten sagen. Aber wir müssen das jetzt einmal machen, damit wir wirklich verstehen, was die Fallstricke dabei sind. Und das werden wir gleich auch im nächsten